Hi, mein Name ist Dr. Marlene. Ich bin Ärztin im Bereich Psychiatrie, Neurologie und Wissenschaftsjournalistin. Und heute schauen wir uns die 10 häufigsten Mythen über unser Gehirn an, die ich in den sozialen Medien gefunden habe, und schauen, ob sie wirklich stimmen. Nummer 1. Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Das stimmt so nicht. Wir nutzen eigentlich jeden Teil unseres Gehirns, auch wenn nicht immer 100% zur selben Zeit. Dieser Mythos entstand so im frühen 19. Jahrhundert, als Menschen versucht haben herauszufinden, warum Verletzungen verschiedener Teile des Gehirns zu Behinderungen führen. Und einige Psychologen entwickelten die Theorie, dass die meisten Menschen nur etwa 10% des Gehirns benutzen, während besonders schlaue Menschen mehr davon verwenden. Aber heutzutage wissen wir, dass das so nicht stimmt. Schauen wir uns mal so ein Gehirn an. Das liegt so im Kopf drin und hier vorne dieser Bereich, das ist der Frontallappen, den wir für ganz viele verschiedene Zwecke benutzen, zum Beispiel für Bewegungen, um zu sprechen, um Aufgaben planen und ausführen zu können. Dahinter befindet sich der Parietallappen. Dort wird vor allem unser Fühlen wahrgenommen. An der Seite ist der Temporallappen, der sich vor allem mit Gedächtnis und Sprachverständnis, vor allem auf der linken Seite, beschäftigt. Und hier im hinteren Teil, das ist der Okzipitallappen, der verarbeitet vor allem das, was wir sehen. Und hier hinten dieser graue Bereich, das ist das Kleinhirn, das ist vor allem für die Koordination von Bewegungen zuständig. Und all diese Funktionen brauchen wir tagtäglich. Wenn wir zum Beispiel einen Satz lesen und darüber sprechen wollen, benötigen wir das Sehzentrum im hinteren Teil, im Okzipitallappen, das Sprachverständnis hier im Temporallappen und auch Bereiche hier im Frontallappen, die für unsere Bewegungen zuständig sind, um unsere Lippen zum Sprechen zu koordinieren. Und wenn wir das Gehirn ein wenig zerlegen, so, dann sehen wir hier in der Mitte noch den Hirnstamm. Das ist der älteste Teil unseres Gehirns, der war schon da, als wir noch Echsen waren. Und dieser Teil ist lebensnotwendig. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir von selbst atmen oder dass unser Herz von selbst schlägt. Bei der Ausführung einer Aufgabe nutzen wir also verschiedene Teile unseres Gehirns. Nicht immer alles gleichzeitig, aber jeder Teil ist wichtig und notwendig zum Leben. Nummer 2. Je größer das Gehirn, desto schlauer. Auch hier einfach nur ein Mythos, der so nicht zutrifft. Die Größe spielt tatsächlich keine Rolle. Es gibt ja auch Lebewesen da draußen mit wesentlich größeren Gehirnen als unserem, die aber wahrscheinlich nicht so komplex sind. Also wenn man zum Beispiel mal an einen großen Bären denkt, der viel größer ist als wir, dann wird sein Gehirn auch größer sein. Das bedeutet jetzt aber nicht zwangsläufig, dass sie klüger sind als wir. Manchmal vielleicht schon, aber das wissen wir natürlich nicht. Und das Ganze gilt auch andersherum. Also wenn wir zum Beispiel an einen Schimpansen denken, Schimpansen haben viel kleinere Gehirne als wir Menschen, aber wir wissen, dass Schimpansen wahrscheinlich genauso klug sind wie wir. Es ist also nicht die Größe des Gehirns, die für die Intelligenz zählt, sondern wie gut bestimmte Bereiche entwickelt sind. So ein Bereich, der bei Menschen zum Beispiel besonders gut entwickelt ist, ist unser Sprachzentrum, was einfach viel weiter entwickelt ist als zum Beispiel bei einer Kuh oder einem Bären. Und das ist auch der Grund, warum wir eine viel komplexere Sprache zum Verständigen haben. Nummer 3. Unser Gedächtnis wird schlechter, je älter wir werden. Also das stimmt so pauschal auch nicht. Tatsächlich gibt es Bereiche unseres Gedächtnisses, die sich mit dem Alter erstmal sogar verbessern. Zum Beispiel das semantische Gedächtnis, das unseren Wortschatz enthält, der ja erstmal kontinuierlich wächst. Oder das prozedurale Gedächtnis, das Fähigkeiten speichert. Wer schon als Kind gut Klavier spielen lernt und diese Fähigkeit dann weiter trainiert, der baut es ja im Laufe des Lebens immer weiter aus. Und man kann das meist im hohen Alter häufig auch noch sehr, sehr gut. Aber natürlich gibt es andere Bereiche unseres Gehirns, die sich im Laufe der Zeit auch verschlechtern können. Das betrifft vor allem das episodische Gedächtnis, häufig auch Kurzzeitgedächtnis genannt. Also das was, wann, wer, wo speichert. Wo habe ich meine Schlüssel hingelegt? Wo habe ich mein Auto geparkt? Bei solchen Dingen neigen wir eher dazu, das zu vergessen, wenn wir älter werden. Was wahrscheinlich auch was mit der abnehmenden Konzentration zu tun hat. Das ist nicht unbedingt etwas Krankhaftes oder ein Anzeichen von Demenz, wovor ja viele Angst haben. Nicht jeder wird an Demenz erkranken, aber das Risiko steigt natürlich mit dem Alter. Wer sich hier Sorgen um sich selbst oder seine Verwandten macht, sollte das auf jeden Fall beim Arzt abklären lassen. Dafür gibt es gute Tests, die das Gedächtnis untersuchen können. Nummer 4. Menschen, die vor allem ihre linke Gehirnhälfte nutzen, denken logisch, während Menschen, die vor allem ihre rechte Gehirnhälfte nutzen, kreativ sind.
Auch hier, das ist wieder ein Mythos. Ich denke, dieser Mythos stammt aus dem 19. Jahrhundert, als Neurologen versucht haben, die verschiedenen Funktionen des Gehirns zu ergründen. Sie haben entdeckt, dass die linke Seite des Gehirns bei den meisten Menschen für Sprache und Sprachgedächtnis verantwortlich ist, während die rechte Gehirnhälfte eher unsere visuell-räumlichen Funktionen steuert. In der Neurologie spricht man oft von der Dominanz einer Gehirnhälfte. Das meint, dass bestimmte Funktionen vor allem dort stattfinden. Und es ist tatsächlich so, dass bei den meisten Menschen, die Rechtshänder sind, das Zentrum, das Sprache verarbeitet, links sitzt. Während wenn man Linkshänder ist, kann es in beiden Gehirnhälften gleichermaßen sein. Aber selbst wenn wir sagen, jemand hat eine dominante linke oder rechte Gehirnhälfte, bedeutet das nicht, dass eine Person kreativer und die andere logischer ist. Es gibt keinen strukturellen Unterschied im Gehirn zwischen Menschen, die logischer oder kreativer denken, sondern das hängt eher von der Umgebung ab, von der Erziehung, von den Genen und nicht davon, welche Seite des Gehirns sie mehr nutzen. Nummer 5. IQ-Tests können deine Intelligenz genau bestimmen. Ich schmunzel schon bei dem Wort genau, weil das stimmt so natürlich nicht. Intelligenz ist wahnsinnig vielschichtig. Normale Intelligenztests messen bestimmte Dinge wie zum Beispiel sprachliche Fähigkeiten, logisches Denken, die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen oder Dinge zu planen. Aber all das ist nur eine Annäherung an die tatsächliche Intelligenz. Und die wird stark beeinflusst von den Testbedingungen, wie man sich zum Zeitpunkt des Testes fühlt, ob man ausgeschlafen und fit ist und auch dem Bildungsstand. Es wäre schön zu sagen, wenn wir einen Test hätten, mit dem man wirklich bestimmen kann, wie intelligent jemand ist. Aber Intelligenz ist so komplex, dass ein Test oder selbst mehrere verschiedene Tests das nicht hundertprozentig messen können. Emotionale Intelligenz wird in den Tests zum Beispiel gar nicht erfasst. Oder auch andere bestimmte Talente und Fähigkeiten. Der beliebte IQ-Test wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich entwickelt, um festzustellen, welche französischen Schüler kognitive Probleme hatten, um ihnen bessere Hilfen anbieten zu können. Das Konzept wurde dann auch in ganz viele andere Länder übernommen. Aber wir sind alle Individuen. Wir haben alle unterschiedliche Talente und Neigungen für verschiedene Dinge. IQ-Tests messen also nur die Intelligenz in einem ganz bestimmten Bereich und nicht, wie intelligent man insgesamt ist. Nummer 6. Frauen und Männer haben unterschiedliche Gehirne. Ein absoluter Mythos. Wir werden alle mit demselben Gehirn geboren, unabhängig von unserer Geschlechtsidentität und unabhängig von unserer sexuellen Orientierung. Es gibt wirklich keine strukturellen Unterschiede, die man von außen sehen kann. Wenn sich ein Neurochirurg zwei verschiedene Gehirne ansieht, dann weiß er nicht, welches von der Frau und welches von dem Mann ist. Dazu gibt es auch sehr gute und große Studien von israelischen Forschern. Natürlich ist jedes Gehirn individuell unterschiedlich. Das liegt aber daran, dass mit zunehmendem Alter, je nachdem welchen Erfahrungen man ausgesetzt ist, wie man sich zur Außenwelt verhält, sich die Strukturen des Gehirns und die Vernetzung entwickelt. Das hat aber wirklich nichts mit dem Geschlecht zu tun, das einem bei der Geburt zugeordnet wurde. Es geht mehr um Erziehung, um Erfahrungen, die man im Leben macht und um andere Umweltfaktoren, die hier das Bild vom Gehirn prägen. Nummer 7. Computerspiele sind schlecht fürs Gehirn. Ich glaube, damit haben uns alle unsere Eltern immer früher aufgezogen. Aber diese Aussage stimmt so pauschal natürlich nicht. Es gibt sogar einige Studien, die zeigen, dass Computerspiele, insbesondere solche, die sich auf Teamarbeit, das Lösen von Rätseln, das Erstellen von Strategien konzentrieren, eigentlich sogar ziemlich gut sind. Sie helfen nämlich beim Trainieren dieser Fähigkeiten, verbessern die Geschicklichkeit, schnelle Reflexe, strategisches Denken oder auch problemorientierte Lösungsstrategien. Und Videospiele kann man auch für sinnvolle Zwecke nutzen. Zum Beispiel üben meine Kollegen in der Chirurgie, wenn sie Endoskopien wie Magenspiegelungen oder Darmspiegelungen durchführen, diese Fähigkeit vorher an Videospielsimulatoren. Oder auch robotergestützte chirurgische Eingriffe werden damit trainiert. Das durfte ich selber im Medizinstudium ausprobieren. Natürlich gilt wie immer, dass man das Ganze in Maßen machen soll und auch nicht jede Sekunde vor dem Bildschirm beim Spielen verbringen sollte. Warnzeichen sind hier, wenn sich jemand von sozialen Aktivitäten zurückzieht und lieber den ganzen Tag zu Hause bleibt und den ganzen Tag Computerspiele spielt und das auch anderen Dingen vorzieht und er dadurch berufliche und soziale Einschränkungen hat. Beziehungsweise das Computerspielen auch nutzt, um Probleme zu verdrängen, um Gefühle nicht mehr spüren zu müssen. Dann kann es sicherlich sinnvoll sein, mit einem Arzt oder Psychologen zu reden, der sich das Ganze einmal anschaut und abklärt. Nummer 8. Fisch macht dich klüger.
Das ist so ein Satz, den hört man vor allem im amerikanischsprachigen Raum. Ich habe viele Freunde, die sind wirklich mit so einem Satz in ihrer Kindheit aufgewachsen. Du sollst Fisch essen, weil das wird dich intelligenter machen. Aber auch hier ist es so, dass diese Aussage tatsächlich reiner Humbug ist. Wobei ein Kern Wahrheit schon darin steckt, denn Fisch gilt generell als sehr gesundes Lebensmittel. Bestimmte Fische enthalten viele Omega-3-Fettsäuren, vor allem fetter Seefisch wie Lachs oder Hering. Und von denen wissen wir, dass sie gut für die Herzgesundheit sind, für die Funktion des Gehirns und allgemein für unsere körperliche Gesundheit. Fisch ist auch ein wichtiger Bestandteil der sogenannten Mittelmeerdiät oder mediterranen Ernährung, zusammen mit Gemüse, Olivenöl, Nüssen und Vollkornprodukten. Und die wiederum ist hilfreich zur Schlaganfallprävention. Sie ist gut für den Cholesterinspiegel, für den Blutdruck, für Diabetes und alle möglichen Dinge. Auch für die psychische Gesundheit übrigens, wie man kürzlich erst herausgefunden hat. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, das ich euch hier einblende. Man sollte aber nicht übertreiben. Auch hier gilt der Spruch, die Menge macht das Gift. Wir wissen, dass bestimmte Fischarten, wie zum Beispiel Thunfisch, auch mehr Quecksilber enthalten. Deswegen ist der Ratschlag, so etwa ein bis zweimal pro Woche Fisch zu essen. Fisch als Teil einer gesunden Ernährung ist gut, wird dich aber nicht klüger machen. Nummer 9. Man kann einen Schlaganfall nicht verhindern. Man kann ihn verhindern. Oder zumindest das Risiko dafür senken, indem man wirklich alle Faktoren berücksichtigt, die zu einem Schlaganfall führen können. Wir wissen ganz genau, dass Dinge wie Bluthochdruck, Rauchen, ein hoher Cholesterinspiegel, hohe Blutzuckerwerte leider das Risiko für einen Schlaganfall erhöhen. Ein Schlaganfall tritt auf, wenn nicht genügend Blut zu den Gehirnzellen kommt. Sei es durch ein Blutgerinnsel, das wichtige Blutgefäße verstopft, oder durch eine Blutung im Gehirn. Es gibt keine schnelle und einfache Möglichkeit, dem vorzubeugen. Es geht eher darum, die Herz-Kreislauf-Gesundheit, die Gehirngesundheit im Laufe der Zeit zu erhalten, dass man eben möglichst nicht in die Situation gerät, in der ein Schlaganfall auftreten könnte. Das bedeutet kein Rauchen, wenig Alkohol, gesunde Ernährung und viel Bewegung. Wie man einen Schlaganfall erkennt, ist super wichtig zu wissen, und zwar für jeden, weil es verdammt wichtig ist, bei den ersten Anzeichen sofort ins Krankenhaus zu kommen. Super einfach kann man sich das mit dem Merkwort FAST merken. F kommt aus dem Englischen für Face, Gesicht, das ist die Gesichtslähmung. Der klassische Mundwinkel, der herabhängt, die Stirn kann nicht mehr gerunzelt werden. A steht für Armschwäche. Wenn man die Person bittet, die Hände nach vorne zu strecken, wird ein Arm absinken. S steht für Sprache, Sprachprobleme. Die Leute haben häufig eine verwaschene Sprache, sprechen nicht mehr deutlich. Und T steht für Time. Sofort den Notarzt rufen und ins Krankenhaus, damit die Notfallmediziner die Behandlung einleiten können. Zum Beispiel werden Medikamente verabreicht, um das Blutgerinnsel aufzulösen, das den Schlaganfall verursacht hat. Und hier ist Zeit wirklich die kritische, wichtige Komponente. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass ein Schlaganfall nicht nur eine Krankheit der alten Menschen ist. Prinzipiell kann jeder unabhängig vom Alter einen Schlaganfall bekommen. Bei Jüngeren sind es eher Gehirnblutungen, bei Älteren sind es dagegen eher Blutgerinnsel, die das auslösen. Deswegen merkt euch diesen Merkspruch FAST, damit ihr für den Fall der Fälle gewappnet seid. Nummer 10. Wenn du einen Krampfanfall hast, hast du Epilepsie. Ihr kennt sie bestimmt alle, diese Bilder von Menschen, die am Boden liegen, am ganzen Körper wild zucken, nicht ansprechbar sind. Das ist das klassische Bild von einem Krampfanfall, wenn auch nicht die einzige Möglichkeit, wie das aussehen kann. Was dabei passiert, ist, dass Nervenzellen im Gehirn sozusagen ausflippen und unkontrolliert gleichzeitig elektrische Impulse abfeuern. Solche Anfälle können durch viele verschiedene Dinge verursacht werden, nicht immer nur durch Epilepsie. Epilepsie ist eine lebenslange neurologische Erkrankung. Um eine Epilepsie diagnostiziert zu bekommen, musst du mehrere solcher Krampfanfälle gehabt haben, die unprovoziert aufgetreten sind, also nicht durch eine erklärbare Ursache wie zum Beispiel bei einem Alkoholentzug. Da könnte nämlich jeder von uns so einen Anfall bekommen. Wer einen Krampfanfall hatte, sollte auf jeden Fall zum Neurologen und sich untersuchen lassen. Der wird verschiedene Tests machen, wie zum Beispiel ein EEG, da klebt man so Elektroden auf den Kopf und betrachtet die Gehirnwellen und schaut, ob Unregelmäßigkeiten auftreten. Dann wird auch auf jeden Fall ein Bild vom Kopf gemacht, ein MRT. Und wenn eine Diagnose einer Epilepsie tatsächlich gestellt wird, dann ist es super wichtig, dass man regelmäßig Medikamente gegen die Anfälle einnimmt und sich beim Arzt durchchecken lässt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich einige der Mythen rund ums Gehirn aufklären. Viele haben einen wahren Kern, sind aber in ihrer Aussage so nicht ganz korrekt. Wenn ihr gern mehr solcher Videos haben wollt oder allgemein Fragen zum Gehirn oder der menschlichen Psyche habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich prüfe das und mache euch ein Antwortvideo. Bis zum nächsten Mal, eure Marlene.